Hallo Poke-Fans, hier ist wieder der Tywald. Ja, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Dienstag. Und Dienstag heißt bei uns ja meistens Rare-Ratenzeit, zumindest alle zwei Wochen. Und das werden wir auch heute wieder so handhaben. Und ja, was haben wir heute für euch im Gepäck? Heute natürlich erstmal die Auflösung des letzten Rare-Raten. Das sollte jetzt oben rechts im i verlinkt sein. Und natürlich dazu noch das neue Rare-Raten wird gestartet. Was ist Rare-Raten? Erstmal kurz vorab die Info für die Leute, die neu dieses Video gucken. Bei Rare-Raten geht es darum, dass wir Booster öffnen. Die letzte Karte, jedem Booster, die Rare-Karte, ist verdeckt und die müsst ihr erraten. Das sind meistens vier Booster und wenn ihr das richtig habt, dann qualifiziert ihr euch, um an den Verlosungen für den Jackpot mitzumachen. Genau. Und dann wird einer von denen nachher ausgelöst im nächsten Rare-Raten und derjenige darf dann den Jackpot gewinnen. Der Jackpot für dieses Mal war ein Tywald Goodie Bag, in dem sind ein Booster und ein paar Goodies drin. Lasst euch überraschen in dem Sinne. Ja, der Gewinner wird gleich ausgelost und bitte dann die Kommentare schreiben, wenn du es gesehen hast und dann schreibe ich dich an, damit wir gucken, wie das Ganze zu dir kommt. Genau. Und zum Verlosen habe ich wieder Energiekarten vorbereitet. Und zwar 10 Stück. Die werde ich jetzt, zeig's mal hier so in die Kamera, so. Die werde ich jetzt durchmischen und der Gewinner ist dann unten drunter, wie immer. Ja, was soll ich sagen? So machen wir es. Ich mische hier schon mal fleißig. In der Zeit können wir eigentlich schon mal das nächste Rare-Raten ankündigen. Und zwar machen wir beim nächsten Rare-Raten wieder einen Code-Pot. Das liegt daran, dass wir einen Code haben vom guten Griffin haben wir Codes bekommen für den Rare-Raten-Pot. Auch Karten, die kommen dann in den nächsten Pot, aber hier sind schon mal Codes. Die lasse ich so unangeguckt hier drin und packe sie mit in den Pot und hau noch ein paar von mir dazu. Und meistens tue ich auch in den Videos welche dazu, das seht ihr ja dann. Nicht immer, ich denke ja nicht immer dran, aber ich tue auch welche offscreen quasi mit in diesen Pot, damit es ein paar mehr werden. Lohnt sich auf jeden Fall, denke ich. Und ja, ich teste heute mal ein bisschen mit zwei Kameras rum, mal gucken, ob ich das so hinkriege. Bin sehr gespannt. Das ist mein erstes Mal, wo ich das so ein bisschen experimentiere. Generell merkt ihr, ich experimentiere ein bisschen viel mit dem Setup im Moment, um das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu dalassen, auch unter diesem oder unter einem anderen Video oder mir persönlich schreiben. Immer sehr gerne. Zum Beispiel Discord unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt genug gemischt und gucken uns jetzt mal an, wer gewonnen hat. Auf jeden Fall, wie immer gilt, ich wünsche natürlich allen Teilnehmern viel Glück. Es ist hier heute eine 10 zu 1 Chance. Wir haben 10 Teilnehmer, 10 haben richtig getippt. Ist ein bisschen weniger, sonst macht mich ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht war es zu schwierig, vielleicht hattet ihr einfach keine Lust, ich weiß es nicht. Gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da irgendwas habt, was ich besser machen kann. Wie gesagt, beim nächsten Mal ist es hier ein Codepot. Und den Gewinner haben wir jetzt hier unten drunter. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal. Und es ist der Zorro97, ich hoffe, es ist ein der. Mit Geschlechtern kann man ja nicht immer so leicht sich ein bisschen vertun hier. Aber auf jeden Fall, Zorro97, du hast den Pot gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Schreib unter dieses Video einen Kommentar und dann werde ich dich kontaktieren. Oder kontaktiere mich einfach direkt über Discord zum Beispiel, Instagram, Facebook oder YouTube-Kommentare oder eine E-Mail. Irgendwie kontaktiere mich auf jeden Fall und dann ja, lasse ich dir den Preis zukommen. Cool, dass du gewonnen hast und an alle anderen natürlich wie immer Kopf hoch, beim nächsten Mal wird es bestimmt klappen. Zumindest für einen wieder. Und dann würde ich sagen, schnacken wir jetzt nicht lange und wechseln direkt auf unseren Unboxing Underground und packen die guten Booster auf fürs nächste Rare-Raten. In dem Sinne, zack. Ja, da sind wir auch schon wieder auf unserem Unboxing Underground. Ja, und ich würde sagen, wir legen los. Und zwar haben wir hier zu Beginn einen Booster von Sonne und Mond mit Lunala. Nochmal ganz kurz, ihr wisst, wie es geht. Ihr müsst erraten, welche Rare wir haben. Die werde ich verpixeln und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was passiert. Ob dieses Mal wieder viele richtig liegen oder ob sich welche von mir in die Irre führen lassen. Wieso kriege ich das nicht auf? So. Ich würde sagen, der erste Kurs mal für euch. Sonne, Mond, ein Booster. Viel Spaß damit. Wir gehen die Booster von alt nach neu durch, denke ich. Das wird ganz interessant. So, wir starten mit einer Stahlenergie. Ein Golbat. Der Schutz. Ein Pinsir. Makuhita. Snubbull. Kratfratz. Garnovil. Pepek. Reverse Hologastella habe ich ja schon ein paar Mal, glaube ich. Und unsere Rare. Ist eine Regular Rare vom Typus Wasser. So viel kann ich euch sagen. Viel Spaß beim Raten. Ich stelle wie immer die Reverse Holos hier an die Wand, damit wir jetzt irgendwas an der Wand stehen haben. Ja, das war der erste Booster. Weiter geht's mit Sonne, Mond, Stunde der Wächter. Mit dem wunderbaren Wolvrock vorne drauf. Bin sehr gespannt, was wir da drin haben.
der Stelle noch vielen Dank an Griffin für die Spende fürs Verraten. Finde ich sehr cool, wenn Leute was für den Pod spenden wollen, sehr gerne. Das zeichnet uns aus. Wir haben ja eine coole Community, die immer größer wird. Das gefällt mir. Weiter geht's mit der Energieaufbereitung. Ein Top-Trank, aha. Wir haben ein paar spielbare Trainerkarten am Start. Pixie, die Fee. Dann ein Scharnera. Schnäppke. Pampam. Nofensa. Waumboll. Doppel-Waumboll als Reverse-Holo, also sehr cool. Und die Rare. Oh, Leute. Full Art GX, sage ich nur. Viel Erfolg beim Erraten. Richtig krass. Schade, dass ich die Karte nicht zeigen darf, aber richtig nice. Geil. Hammer. Ja, weiter geht's mit Ultra Prisma. Wenn hier so ein Hammerpull drin wäre, das wäre cool. Aber ihr seht, das Erraten wird auch mal wieder ein bisschen besser. Nachdem wir schon ein paar Folgen hatten, wo wir keinen Hit hatten, haben wir jetzt mal wenigstens eine Full Art GX. Richtig krass. Der Ultra Prisma Booster ist immer noch aus der Top Trainer Box von mir. Die bis jetzt im Allgemeinen, glaube ich, ziemlich mies war. Mal gucken, was hier so auf uns wartet. Kampfenergie. Ein Schildrus. Schlappohr. Die Aggregatenergie. Roselia. Cosmog. Schelast. Elektek. Kikugi. Sneeble als Reverse Holo in Ankamen. Und hier ist hinter eine Regular Rare. Vom Typus Fee. Viel Erfolg dabei nochmal. Und zum Abschluss habe ich hier einen Teams-Trumpf-Booster aufbewahrt. Extra für das Verraten heute. Das Set ist immer noch nicht draußen, aber wir haben hier nochmal einen schönen Booster am Start. Wenn ihr noch ein bisschen mehr davon sehen wollt, gerne die Pre-Releases reingucken. Ich habe mal oben rechts im i jetzt wahrscheinlich beide für euch reingepackt. Da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr von dem Set sehen, falls ihr es noch nicht getan habt. Aber wenn ich mir die Zugriffszahlen ansehe, denke ich, dass eher dieses Video weniger gesehen wird. Natürlich wird es hier ein bisschen schwieriger zu erraten, weil noch nicht alle wissen, was für Karten hier drin sind. Aber das ist das Special für diese Folge. Energie von Typus Unlicht, ihr seht das neue Energie-Pattern, auch sehr nice. Ein Nocturne, Diasmin, Dragonir, Slimer, Taubsi, ein wunderschönes Stratini, Gladiantri, Alola Slimer, oh, wundersames Labyrinth Prisma, das ist meine allererste Prisma-Karte, die ich ziehe, Leute. Da gucken wir mal kurz drauf. Verhindere jedes Mal, wenn ein Spieler eine Item- oder Unterstützerkarte aus seiner Hand spielt, alle Effekte jener Karte, die dieser Stadionkarte zugefügt werden. Achso, das ist das Allgemeine da oben. Die Kosten der Attacke oder der Pokémon deiner und deines Gegners, die keine Feen-Pokémon sind, erhöhen sich um 1. Okay, also für einen Feen-Support-Deck richtig gut. Und ja, die Rare gilt für euch zu erraten. Okay, ich glaube, das wird einfach. Ich sage dazu nichts, das ist eine Holo-Karte. Den Rest dürft ihr selbst herausfinden. Also hatten wir in dieser Folge ein Holo und ein Full-Art-Pull, richtig cool. Und ein Prisma-Pull, den ich euch sogar zeigen darf. Was soll ich sagen, richtig krass, Leute. Ja, dann würde ich sagen, allen wieder viel Glück beim Erraten. Die Auflösung gibt es wieder in 2 Wochen. Dann wird der Pot wieder zu einem von den Leuten von euch mit allen richtigen Antworten zugelost, wie immer. Ja, macht gerne mit. Abonniert den Kanal gerne und gebt dem Video, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like nach oben. Ja, einen Daumen nach oben oder ein bisschen konstruktive Kritik, je nachdem, was ihr wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Der Tywald.